das Rekord, da krieg ich so einen Hals. Okay, das ist auf der Sonne aus. Ich sag euch eines. Weißt du, was meine Frau neulich zu mir sagt? Seid du nicht zu mir? Ich soll in den Buchladen gehen und das Buch kaufen, weil ich da noch vielleicht etwas draus lernen könnte. Folgsam, wie wir Männer sind. Weißt du, über 50 Jahre tue ich schon, was du seid. Über 50 Jahre. Gang ich also in diesen Buchladen und frag die Verkäuferin, jetzt, gute Frau, wo find ich denn da das Buch Der perfekte Ehemann? Weißt du, was du seid? Da gucken sie am besten in der Märchenabteilung. Ah, so ein taubes Mensch, hau ich den. Und auch gänge ich dackel noch in die Märchenabteilung. Man tut ja, was die Frauen sagen. Seit über 50 Jahren tue ich das. Du, noch finde ich in dieser Abteilung, wo ich da rein bin, dieses Buch. Zufällig ziehe ich das raus, blättere in dem Buch. Jetzt haben die haarscharf exakt beschrieben, wie du als Mann das machen kannst, dass du als Mann daheim das Sagen hast, dass deine Frau das tut, was du als Mann sagst. Verstehst du? Über 50 Jahre durch ist schon, was du sagst. Über 50. Du, ich bin 50 Jahre zu spät an das Buch gekommen. Weil das Buch hat den wunderschönen Titel Der Herr im Haus bin ich. Du, hochinteressant, gleich auf der ersten Seite schreibe dir, erklären Sie Ihrer Frau mit liebevollen Worten, was Sie in Ihrer Beziehung wollen und wie Sie es wollen. Sagen Sie es ihr behutsam, und lassen Sie ihr keinen Spielraum zur Widerrede. Hat er mal das Buch geschrieben, hat der kennt mein Weib bitte. Bei meinem Weib musst du Gott froh sein, wenn du überhaupt zu Wort kommst. Aber es geht gut weiter auf der zweiten Seite. Atmen Sie tief durch, bevor Sie ihr Ihre Wünsche unterbreiten. Das ist auch gut geschrieben, durchatmen, gell? Das geht für mich als Mann bei meinem Weib der letzte Schnaufer sein. Beginnen Sie langsam und behutsam, denn auch weibliche Wesen haben eine Seele. Weißt du, das hat man ja bis jetzt alles auch nicht gewusst. Gell? Aber die schreiben, dass wohl auch die weiblichen Wesen eine Seele haben, die Sie bei zu schnellem Redeangriff verletzen könnten. Meilene, du isch robust, du hat eine zähe Seele, also wenn sie überhaupt eine hat. Aber auf der Seite 4 kommt der entscheidende Satz. Sagen Sie jetzt Ihre Wünsche klar und unmissverständlich. Wo ich diesen Satz gelesen habe, habe ich gewusst, Matthäus, jetzt verändert sich dein Leben zum Besseren. Der Wind hat sich gedreht. Endlich ist nach über 50 Jahren das Glück auch zu dir nach Haus gekommen. Verstehst du? Über 50 Jahre Duri, was du seid. Mit dem heutigen Tag ist das erledigt. Das sage ich dir. Männer, und euch sage ich's auch. Ihr müsst einmal daheim auf den Tisch hauen, dass die Frauen wissen, wo Battle der Moos stollen. Und ich hau schon oft daheim auf den Tisch aufgehauen. Gut, sie war jedes Mal auf dem Acker. Egal, lass du reinkommen, du. Du stutze zuerst einmal auf 1,40 Meter. Weißt du, da braucht's gar nicht viel, du isch bloß 1,60. Und dann war ich zu einer Sage, Lena, war ich sage, sitz einmal dahin. Weißt du, wenn du sitzt, ist sie noch viel kleiner, wie sie so schon ist. Und dann war ich mir ein bisschen gräser, Mann, aber schon mal sehen, was auf dem Stiel da passiert. Du, da wird man zittern, da wird sie reinrutschen in ihre kleinen Gummistiefel. Ja, aber gut, dann mit dem Tag heute ist alles anders, das verspreche ich dir. Du, dann war ich zu ihr sagen, Lena, ich möchte dir heute einmal etwas sagen, was ich dir schon lange sagen wollte und schon lange hätte sagen müssen. Und dann kannst ja du sagen, jawohl, bravo, weiter so, wir sind auf dem richtigen Weg. Weißt du, wenn wir zu zweit sind, noch schaffen wir sie. Weißt du, eine Leute ist schwer. Und dann würde ich sagen, ich möchte,
dass du von nun an weißt, dass ich und nur ich der Herr im Haus bin. Mein Wort ist Gesetz. Und dann kannst du wieder sagen, jawohl, bravo, weiter so. Und dann war es wieder ein bisschen steigern und war sagen, Lena, als erstes möchte ich ein Gourmet-Abend essen. Du, kehrt Wurstsalat auch zu Gourmet? Wenn nicht, ist mir egal. Heute ist der Tag des Herrn gekommen, zu der sage ich Gourmet-Abend essen. Verstehst du? Du, Mama. Da musst du mal durchgreifen. Was glaubt denn der laufende Meter eigentlich? Was glaubt er? Das musst du dir vorstellen. Kommt dieser kleine Wicht vor sehr, sehr langer Zeit als glitzekleiner Zwerg auf die Welt. Du bist bis zum heutigen Tag nicht arg viel höher gewachsen. Aber sagt mir dem Herrn des Hauses, was ich in meinem Haus zu tun und lassen habe. Weißt du was, da sage ich, ha, 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 wo sind wir denn? Nicht mit mir, Bruder, das sage ich dir. Du, pass auf, da war es ein bisschen steigerer wieder, verstehst du? Das musst du dir nämlich geben, weißt du? Dann läuft sie immer ganz ernst über den Hof, mit so grimmigem Gesicht, mit ihren kleinen Gummistiefeln. Ich sage immer, da braucht sie Tag viel Regnen, dann läuft sie oben. Nein, verstehst du? Mama, sag mal. Und wenn sie noch energischer sein will, weißt du, dann läuft sie mit ihren kleinen Füßen, weißt du, große Schritte kann sie heute machen, läuft sie so über den Hof und dann bleibt sie abrupt stehen und macht so. War es wieder ein bisschen steigerer und war sagen, Lena, nach meinem Gourmet-Abendessen lässt du mir ein Bad einlaufen, aber in der Horsch auf richtigen Temperatur, damit ich mich entspannen kann, und zwar ein Rosenduftschaumbad. Weißt du, ich könnte auch Fichtennadeln sagen, aber heute ist der Tag des Herrn gekommen, zu der sage ich Rosenduftschaumbad, sage ich. Rosenduftschaumbad. Und wenn nicht Hos bis unter der Hals aufzieht und wenn es weiter unter weh tut, mir ist es egal. Ich sage Rosenduftschaumbad, sage ich. Rosenduftschaumbad. Und dann war es wieder ein bisschen steigern, und war zur Sage Lena. Und wenn ich dann fertig bin mit meinem Bad und aus meinem Bad steige, rate mal, wer mich dann anzieht. Der Bestattungsunternehmer. Lena, was tust du da hinten? Wir wohnen zusammen. Aber hättest du das denn kaum 50 Jahre verheiratet, schon wohnt man zusammen. Aber wir ziehen das durch. Lena, sitz einmal da hin. Ich will jetzt aber nicht mehr sitzen. Aber ich er möchte, dass du hinsitzt. Lena, heute ist ein ganz besonderer Tag gekommen, an dem ich und auch er wollte es dir schon ewig lange sagen, und ich möchte dir heute in seinem Namen sagen, was ich... Hui. Gott nimm mich. Egal. Lena, aber ich sage, ich möchte dir jetzt sagen, dass ich ab heute... In meinem Haus. Wo? In deinem Haus
sich einiges ändern. Ab jetzt bin ich der... Weißt du was? Du bleibst der Herr im Haus, wir lassen alles, wie es ist. Und wegen dem hast du jetzt so ein Geschrei gemacht? Ah ja, der hilft mir ein bisschen, aber der hockt da wie ein Pfund Lumpen. Ah, was? Und jetzt gehst du schon wieder. Du brauchst gar nicht schimpfen, vor allem nicht über die Männer, weil auch wir Männer sind Geschöpfe Gottes. Rindviecher auch. Und jetzt sage ich dir noch mal etwas, und da beißt kein Maus einen Faden ab. Das steht schon in der Bibel geschrieben, dass unser Herrgott halt als erstes den Mann und dann halt erst die Frau erschaffen hat. Ja, das macht jeder Künstler so. Wie? Jeder Künstler macht zuerst einen Rohentwurf, bevor er das eigentliche Kunstwerk erschafft.